Willkommen Leute, wir sind in der Wachau, wir gehen heute zu der Ruine Senftenberg. Wenn ihr da rauf schaut, hier schaut sie schon hervor. Das dürfte die Ruine Senftenberg sein. Unten war auch eine, das wird die Rehberg sein. Und das ist die Ruine Senftenberg. Wir gehen hinauf und wir melden sich dann später. Da bei den Weingärten sieht man schon die Weintrauben. Jetzt sind sie schon reif. Da hängen sie. Da sind schon die Weintrauben dran. Sehr viele. Gigantische Weingärten rund um diese Ruine. Der Weg geht ganz schön bergauf und mit dem Regen wird es jetzt richtig schwül. Es regnet zwar nicht so stark, aber die Schwüle ist jetzt enorm. Überall die Weintrauben. Da sind auch Äpfelbäume. Da drüben. Und da blüht was. Da wächst der Apfel. Das schaut nach Steirischen aus. Und diesen Weg durch die Weingärten soll da zu der Ruine führen. Oder gibt es da einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Gehen wir weiter. Da haben sie die Wiese geschnitten und zusammengeflochten. Das ist eine große Biene. Die holt sich da ihren Nektar. Da ist die nächste. Reinste Natur, wunderschön. Der Regen wird etwas stärker. Aber noch ist nicht so schlimm. Sie schaut die Ruine hervor. Ordentliche Schwüle. Da schwitzt man gleich. Der Boden ist sowieso nass. Es hat jetzt seit gestern eigentlich immer wieder geregnet. Der Wachau wahrscheinlich öfters. In Wien war ein nächtliches Gewitter heute. Und hat es ordentlich geregnet, auch abgekühlt. Die 31, 32, was wir gehabt haben, haben wir nicht mehr. Es hat eigentlich so um die 24 Grad. Aber es ist sehr schwül. Müssen wir schauen, da ist rutschig. Die Wiese ist ganz nass. Dass man da so rauf geht, habe ich da gar nicht in Erinnerung. Ich glaube, ich war mal bei dieser Ruine. Aber durch die Weinberge rauf kann ich mich nicht erinnern. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Ruine
Senftenberg. Aber dürfte schon ein bisschen länger her sein, wo ich da war. Gibt es so viele da. Ja, der Regen wird immer stärker. Aber kein Gewitter, nur Regen. Puh. Schön, jetzt gehen wir mitten durch die Weingärten. Das ist wirklich ganz toll. Sehen alle schon reif aus. Die Ernte steht bevor. Ein Monat noch. Dann wird geerntet. Vielleicht nicht mehr ganz ein Monat. Das ist ja schon fast September. Kann sich nur um Wochen handeln, wenn dann hier geerntet wird. So, die Ruine kommt immer näher. Ich hoffe, wir haben den richtigen Weg genommen durch diese Weingärten. Aber solange es hoch hinauf geht, wird das schon passen. Boah, das sind lauter Felsenformationen. Sehr schön. Da ist ein Bewässerungskabel, wie es ausschaut. Dass sie die Weintrauben künstlich bewässern, falls es mal nicht so regnet. Aber in der Wachau ist immer wieder Regen dabei. Hitze, Regen, alles, was die Weintrauben brauchen. So, da schaut die Ruine hervor. Von unten habe ich Leute oben gesehen. Ich schätze, da sind wir nicht alleine da oben. Die dürfte relativ beliebt sein. Und ist auch keine kleine Ruine. Die ist doch relativ groß. Da hat man jetzt einen schönen Panoramablick, den ersten. Wenn wir schon ein bisschen in der Höhe sind. Da sieht man jetzt einen Friedhof. Da sieht man das Bauprojekt, könnte ein großes Haus auch werden oder eine Wohnsiedlung. Und rundherum, wo sie schaut, Leute, Weinberge, das ist halt die Wachau. Die Donau sieht man hier an dieser Stelle nicht, aber die müsste dann da, wo dazwischen sein, da müsste die Donau sein, die sieht man aber jetzt nicht. Weil die Wachau ist ja ein typisches Donaugebiet und es ist auch relativ feucht in der Wachau. So, meine Freundin hat mich abgehängt, die ist schon ziemlich weit oben mit den Reden. Haben wir jetzt den Anschluss verloren. Ja, jetzt sind wir wirklich da. Da ist schon die Außenwand von dieser Ruine. Ja, die Ritter sind da mit der Ausrüstung da rauf marschiert. Na, servus. Das war ein mühvoller Weg.
Weil da bleibt uns die Luft weg. Es geht immer hoch hinauf. Die Luft ist da auch ein bisschen enger. Aber für die Ritter muss das schon heftig gewesen sein. Mit der schweren Ausrüstung. Puh. Nächster Aussichtspunkt. Jetzt muss ich mal Luft holen. Boah, bin völlig außer Atem. Muss ein bisschen Luft holen. Und dann gehen wir zu der Ruine hinein. Da schaut ein Aussichtsturm hervor. Ja, der Regen, der kann es jetzt ordentlich. Da ist ein bisschen dunkel. Nicht immer hat man Glück mit dem Wetter, aber ich sage mal, solange es nicht so heftig regnet, ist es nicht so schlimm. Ah, da sieht man Aussichtspunkte da oben. Aussichtstürmchen. Wir werden da hinaufmarschieren, aber Frage ist wo. Wir haben gar keine Regenausrüstung dabei heute. Jetzt fängt es doch relativ stärker an. Aber es ist eigentlich angenehm. Durch diese Hitze ein bisschen Regen. Fühlt sich sogar ganz gut an. Ist nicht kalt, aber regnen tut es ordentlich. Jetzt haben wir da einen schönen Weg gefunden, der zu der Ruine führen könnte. Sonst müssten wir alles retouren von der Straße einen Weg suchen. Wäre dann noch mühevoller. Wir sind da bei den Weingärten raufgegangen. Aber alle Wege führen darauf, so wie es ausschaut. Jetzt sind wir schon oben. Ja, da haben sie eine Beleuchtung angemacht, dass in der Nacht auch beleuchtet ist. Sieht ja ganz schön aus. Betreten der Ruine auf eigene Gefahr, wie auch immer. Es ist rutschig wegen dem Regen. Das sieht man schön hinunter. Da ist ein kleines Versteck. Okay, da steht was angeschrieben. Kann man spenden? Die brauchen natürlich alle Spenden, damit diese Ruine erhalten bleibt. Oh, da müssen wir aufpassen, alles nass, alles rutschig. Mir kommt mir bekannt vor, ich glaube, da war ich schon. Ist auch schon eine Weile her, aber da war ich schon. Meine Freundin war damals auch dabei. Da waren wir schon. Ich glaube schon, ja. Aber von der anderen Seite. Ja, wir sind damals ganz anders gegangen, von der Straßenseite.
Sehr schöne Ausblicke rundherum. Ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter. Gehen wir zu der Ruine hinauf. Und bis gleich. Da steht die Geschichte über diese Ruine. Die ist schon uralt, das kann man da entziffern. Und da steht die ganze Geschichte. Da kann man da vorne auch rauf gehen, aber wir gehen einmal da hinauf. Ah, da ist die Brücke, ja. Ja. Da wird gearbeitet. War ein mächtiges Teil. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hinauf. Und zwar von dieser Seite. Da ist aber auch was. Da hat man Beleuchtungen oben. Es wird sicher beleuchtet in der Nacht. Geht's hinauf, da vorne wäre noch ein Aussichtspunkt, aber gehen wir mal hinauf. Vorsichtig, da ist rutschig. Das sieht toll aus. Heute mal einen heißen Tee brauchen, weil der Regen hat uns komplett nass gemacht. Der kleine Rundturm. Da ist auch ein Gipfelkreuz da oben neben dem Sender. Da können wir dann auch noch hinschauen, da ist der höchste Punkt. Das heißt dann Senftenberg. Und hier eine Mini-Höhle. Wo denn ein Versteck? Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, da hat man auch reingehen können. Müssen wir dann schauen. Da geht es wieder hinunter. Nein,
Ich will da rauf. Jetzt schauen wir, wie wir hinaufkommen. Da gibt es einen Weg. Wir waren nur schon länger nicht mehr da. Aber es ist wirklich eine schöne Ruine. Der Wachhaus sind eigentlich fast alle schön. Weil auch die Umgebung perfekt dazu passt. Kann man mit Deutschland vergleichen, wenn man an die Mosel denkt. Auch Weinberge. Der Fluss. Das ist ähnlich so, die Wachau. Kann man durchaus mit der Mosel vergleichen. Weil die Donau geht da auch überall durch. Die Frage ist, wie kann man da jetzt hinüber? So müssen wir gehen. Genau, jetzt sind wir drinnen. Aber filmen wir noch einmal von dieser Seite. Wunderschön. Da könnte man, glaube ich, auch übernachten. Da stehen die Umrisse von dieser Ruine. Das dürfte ein Brunnen gewesen sein. Aber weil er offen liegt, wieder zugeschüttet sein eventuell. Ja, da haben sie abgesperrt. Ein ganz tiefer Brunnen. Wenn man da vorne hineingeht, kommt man da hinauf und da ist auch ein Gästezimmer. Da war ich schon drinnen. Aber ich glaube, das ist heute abgesperrt. Da sind die Besitzer da. Und bei dem schlechten Wetter weiß ich nicht, ob sie uns da hinauflassen. Da ist das Kreuz, was man da drüben sieht. Da können wir auch noch hinschauen. Das ist da, neben dem Sender. Da kann man auch hinaufgehen, ich weiß nicht, da müssen wir durch das Gebäude durchgehen. Meine Freundin mag das jetzt aber nicht. Dann müssen wir da bei den Besitzer Holztreppen hinaufgehen und dann kommen wir wieder ins Freie. Man kann da aber auch, wie gesagt, übernachten. Das wäre ein richtiges Gruselvideo, wenn man da übers Wochenende übernachtet. Ja, das war wirklich einmal sehr schön. Und auch eine sehr große Burg. Gehen Stiegen hinauf zum Fenster. Da
Da ist ein Wasserfall, Leute. Der schaut gigantisch aus. Da ganz unten ist ein Wasserfall. Den hört man auch. Das schaut nach Hochwasser aus. Ganz braune Suppe. Das dürfte Hochwasser sein. Schau, das Wasser geht bis in die Häuser runter. Das ist nicht natürlich. Das geht da bis in die Häuser hinein. Das ist Hochwasser. Da waren, wie gesagt, heftige Gewitter in der Wachau. Das dürfte vom Hochwasser sein. Eine braune Suppe. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt im September vielleicht eine Regenzeit kommt. Der Sommer war trocken und sehr heiß. Vielleicht kommt jetzt genau das Gegenteil. Vielleicht wird es jetzt sehr feucht und regnerisch. Alles möglich. Die Natur hat zurzeit nur Extreme. Von der Trockenheit zum extremen Regen kann alles passieren, ja. Ich zeige euch noch einmal, wo man da hineingehen könnte. Naja, da sind die Besitzer, da will ich jetzt nicht filmen. Jetzt gehen wir noch zum Gipfelkreuz, weil hinauf gehen wir nicht. Jetzt sind die Besitzer oder was auch immer da. Gäste, die da wohnen, da gehen wir jetzt nicht hinein. Wir gehen jetzt aufs Gipfelkreuz. Zum Gipfelkreuz müssen wir jetzt die Straße entlang gehen, weil ich sehe keinen Weg hinauf. Wir gehen da einfach entlang und schauen, wo wir hinkommen. Da ist auch irgendwas. Ein Stein zum Sitzen und ein Kreuz. Da ist der Sender da oben. Und da sind Stiegen. Ich glaube, wir gehen die Stiegen entlang. Da kommen wir jetzt zum Gipfelkreuz. Der Regen hat aufgehört. Es ist noch ein bisschen kühler geworden. Wir werden jetzt so um die 20 Grad wahrscheinlich haben. So, weiß rutschig. Aufpassen, gell? Wir sind angekommen. Irgendwie Sonne blendet das. Alles zu dunkel, wenn wir das von dieser Seite machen. So. Jetzt haben wir eine schönere Bildqualität. Halbwegs schöner. Die Sonne blinzelt da durch jetzt bei den Wolken. Dank für die Heimkehr, ÖKB Senftenberg, 19. Juni 1966, Miller. Steinskulpturen. Da wird es jetzt ein bisschen wärmer, weil die Sonne herauskommt. Jetzt wird es gleich wärmer. Angenehm.
bin völlig fertig. Der Weg hinauf, man kann da schwer Luft holen. Mein Training schwitze ich sowieso, die Muskeln sind jetzt immer aufgewärmt, der Körper brennt immer ein bisschen, schwitzt man sowieso. Jetzt werden wir da wieder hinuntergehen, aber werden die Aussicht dann noch genießen, werden da eine kleine Pause machen, eine kleine Rast, bevor wir da wieder hinunterwandern. Da sieht man auch das Hochwasser. Da fließt das Wasser durch. Das ist aber keine Donau, Leute. Das ist keine Donau, was da durchfließt. Aber das kleine Bächchen ist bummvoll mit Regenwasser gefüllt. Schaut euch den Boden an, wie nass der ist. Alles feucht, alles rutschig. Muss man aufpassen. Heute wird es immer wieder so Regenphasen geben. Das wird heute den ganzen Tag so weitergehen. Bisschen Regen, bisschen Sonne. Und der Sommer langsam aber doch verabschiedet er sich. Ich glaube, nächste Woche wird es nicht mehr ganz so heiß werden. Dann dürfte es das mit dem Sommer gewesen sein. Obwohl September kann auch noch schöne Tage haben. Aber die ganz große Hitze, die kommt dann nicht mehr. Das soll es gewesen sein von unserer schönen Burgruinentour. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, Baba. Habt einen schönen Tag und einen schönen Restsommer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.